Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 185 zeigen euer Wargear. Es ist dieses Mal ein weiteres V1, und zwar ein älteres V1, und zwar das Wargear V1 von Herr Kreativ. Nein, das letzte Mal macht es natürlich auch Ja, was dabei, du? wie ihr gerade Ja. Trollen seht. Nein, So. ich baue doch hier nur mein Loch, in dem ich mich nachher vergraben werde. Und so sieht das Wargear von vorne aus, Leute. Also, ja, ich nehme an, man sieht's und so. Fliegt derweil mal hier draußen rum. Ja, also ich muss sagen, auf der Rückseite ist ein bisschen wenig, also an Optik, Gestaltung oder so. Auf der Front wurde sich anscheinend relativ viel Mühe gegeben. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Es fällt mir noch auf, dass er es hinbekommen hat, dass Wargear nicht Kasten, also nicht so offensichtlich rechteckig oder sagen wir mal quadratisch oder so hinzukriegen, sondern es ist ja so ein bisschen abgestuft hier, also. Ja, auf jeden Fall. Es wurde auch an der Front so mit so Design-Teilelementen hier mit diesen Half-Steps und so gearbeitet. Ja, und vielen Ist auf Fa jeden Fall ein Pluspunkt. Also für den V1 sieht es äußerlich, zumindest von der Front, ich finde eigentlich auch von den Seiten, da geht es eigentlich auch, doch ziemlich gut aus. Ja, von den Seiten. Von der Form her ist halt von der Seite ein bisschen wenig verziert und am Heck ist halt gar nichts, aber ansonsten denke ich, Aber ist man das muss schon ihm lassen, okay. dass er hier unten zum Beispiel was rausgenommen hat. Oder er es gar nicht hingebaut hat, was bei vielen Kasten-Wargies oft der Fall wäre. Ja, das stimmt. Jo. Okay. Dann hast du schon den Eingang gefunden, Ja, der oder? ist ganz. Es gibt keinen wirklichen Eingang, der ist hier oben auf dieser Aussichtsplattform. Keine Ahnung, kannst du das gleich mal. Kann gleich mal die Aussicht genießen. Hat man auf jeden Fall einen guten Blick über den Gegner. Das Ja, das ist. stimmt. Was mich Und nur ein bisschen so nerven würde, wären diese Zäune. Oder generell könnte man das jetzt viel cooler gestalten. Mit Netherzäunen. Das sieht doch viel Ja. cooler aus. Hätte ich jetzt auch gesagt, Netherzäune finde ich moderner aus als irgendwelche Holzzäune. Es passt auch irgendwie zum Stein besser, meiner Meinung nach. Ja, zum Und Stein und zum Eisen. zum Eisen erst recht. Müssen wir gerade sagen, mit unserem V2, das hatten wir auch viel mit Netherzäunen und so verziert, oder auch V4. Das sieht doch viel besser aus. Ja, finde ich eigentlich auch, aber gut, ist auch Geschmackssache. Aber seit wann verbinden sich eigentlich Netherzäune und normale Zäune nicht? Ah, Ausfall. Schon immer. Also. Ja, wusste ich auch nicht. Na gut, egal. Dann gehen wir mal hier rein, weil ich denke, hier geht's rein. Also ich wollte auch gerade Ist eigentlich noch also mit. ein bisschen blöd halt, dass man von unten nicht reinkommt in das Und Wargear was so mir auch gerade hier wirklich. auffällt, ist noch ein bisschen leer. Also man hätte hier, keine Ahnung, ein paar Kleinigkeiten noch hinbauen können oder so. Ich weiß auch nicht, ob es Wargames regelkonform ist. Ich glaube. Na, ich glaube nicht, also. Nein, es ist nicht von den Kanonen her schon, wenn du das vorhin gesehen Ja, hast. aber wir stellen ja auch nicht die Wargames jetzt vor nach regelkonform oder nicht. By the way, Leute, nichts einsenden. Es ist immer noch Es Einsendeschluss. ist immer noch Season 1 ist Einsendeschluss. immer noch nicht. Season 1 ist immer noch nicht vorbei. Nee, noch Ja, nicht. es nach diesem TZWG kommen noch 10 weitere. Ja, 10. Ihr habt damals so 10, viele immer noch 10. eingesendet. Oh Genau. mein Gott. Und wo wir gerade schon bei so einem Art Info-Video-artigen Teil sind, noch ein paar andere Sachen. Nämlich bezüglich zu E-Mails bzw. persönlichen Nachrichten, die ihr uns sendet, mit dem Titel TNT-Kanonen bzw. Wargear. Meistens enthalten solche Nachrichten irgendetwas von wegen, ja, könnt ihr euch mal den Wargear anschauen oder könnt ihr die Kanone angucken, ist die gut geworden, und so weiter. Oder wollt ihr die mal vorstellen oder sowas? Was zu Wargames, wie gesagt, unsere TCDWG sind aktuell noch nicht abgeschlossen, die erste Staffel. Einsendeschluss und zu Kanonen und so ein Zeug. Sorry Leute, aber wir haben dafür einfach nicht die Zeit, von euch alle Kanonen und so anzugucken. Also dementsprechend werden wir jetzt wahrscheinlich auch weitere E-Mails in dieser Form einfach ignorieren. Wir hoffen mal, dass die Leute, die genau so eine E-Mail uns aktuell gesendet haben, dass diese Video gerade schauen und ja. Oder es vorhaben, uns einzusenden, weil ich weiß, ihr wisst wirklich nicht, wie viel Aufwand das ist. Ich meine, wir haben jetzt, abgesehen von YouTuber und Minecraft, noch in Real Life auch. Ist halt, kommt jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben wirklich nicht die Zeit. Ist Genau, ganz Mats macht einfach hier schon so. den Rahmen ganz gut. Und ich muss euch noch erwähnen, ich finde es eigentlich ganz praktisch, so ein Rahmen, weil passiert oft genug, dass man, wenn man hier so am Rand entlang schleicht, in seinem ja, Schleichmodus,
im Prinzip, dass man hier irgendwie doch drüber fällt oder so. Oder, Oder von einem Pfeil getroffen ich wird wollte es und gerade sagen, runterfällt. genau, es sind ja auch Pfeile in Rollkämpfen erlaubt, dass man dann, zum Beispiel, wenn man hier in der Ecke steht und von der Seite kommt ein Pfeil, dass man runtergeschossen wird, das passiert hier eben nicht. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Man Jo. sieht halt schlechter drüber, aber ich finde, das ist immer noch gut genug. Und einen kurzen Credit möchte ich an dieser Stelle auch mal eben geben. Ah ja. Ja, es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich wollte euch unbedingt im nächsten Video ein sehr geiles Video honorieren. Es ist nämlich mal wieder einmal unsere Skins nachgebaut worden auf YouTube. Das Video werde ich dazu in der Beschreibung verlinken. Ich muss sagen, super geil gemacht. Das heißt Matze versus David oder so was ähnliches. Oder David versus Matze. Ich glaube eher so, weil es so eine Parodie von David versus Goliath sein soll. Da sieht man meinen Skin von Matzes Skin und Matze hat so ein episches Tierschwert in der Hand. Sieht ganz lustig aus, muss ich sagen. Ja, mit Und dem streckte ich dich auch gleich nieder. genau, wie in den Videos immer. Und ja, kann ich nur empfehlen, könnt ihr euch mal anschauen, ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich glaube, nach dem ganzen Gelaber werden wir jetzt mal in das Wargame reingehen, oder? Allerdings, deswegen sind wir hier eigentlich. Irgendwie schon. Gleich, was mir gerade hier auffällt, sind diese echt cool aussehenden Lampen irgendwie. Ich weiß, ich nehme an, die sind extra so gebaut. Ja, die sind schön stylisch, würde man jetzt hier irgendwie noch. Also, keine Ahnung, eventuell. So, das sieht noch cool aus. So in die Richtung. Wobei Ja, Quarz aber ja sowieso deine so. Lieblingsblöcke sind. Nee, ich hasse Quarz bis Eben. zum Himmel. Jo, was mir by the way hier gerade auffällt, ist so ein bisschen die Asymmetrie. Hier sind ein paar von diesen Teilen an der Wand und hier fehlen die und hier ist das Teil am Boden, dann nicht. Das Teil ist auch nicht ganz symmetrisch, also das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber es wird mir jetzt an der Stelle auffallen. Ja, das stimmt schon ein bisschen. Das wurde vielleicht vergessen am Ende oder so, Und aber hier haben das wir kommt halt nicht so gut an irgendwie, wenn dann eine. doch irgendwie so ein bisschen was fehlt. Genau, und hier ist eine Kanone. Ich bin echt so. What the fuck, ich bin so unfähig, hier doppelt leer zu drücken, um zu fliegen, Ja, ey. du bist unfähig. Alle wissen Bescheid. Genau, Aber und. nee, was haben wir hier? Hier haben wir Kanonen. Ja, Und das sind zwar Vierer-Shotguns, so wie ich Unmengen das so sehe. Vierer-Shotguns mit, ich glaube, zu viel Delay, aber gute Ansichtssache. Ich glaube auch zu viel. Und vor allem finde ich die Zündung irgendwie komisch, weil ja doch dann teilweise die hier nebenan noch mal einen Tick später gezündet werden. Als zum Ja. Beispiel die. Das ist gerade gar nicht das, was mir auffällt. Also, was mir gerade schon wieder auffällt, ist Konstruktion, auf die ich hier gerade drauf filme. Sowas darf man auf keinen Fall machen, weil dadurch werden die Treibladungen und die Treibladungen um zwei Ticks unterschiedlich gezündet. Und das kann verheerende Auswirkungen bei der Kanone haben. Bis hin, dass sie sich zersprengt. Gut, das passiert eher selten bei solchen Sachen, aber die Reichweite wird stark vermindert, weil die Projektile werden schon bei der ersten Explosion rausgeschossen und die zweite Hälfte der Treibladung, welche zwei Ticks später explodiert, beschleunigt die Projektile überhaupt nicht mehr. Das wäre hier an der Stelle eine Kleinigkeit. Und was mir auch noch auffällt, ist, ganz im Ernst, wenn man im Survival-Modus hier ist bei der Kanone, wie soll man hier hochkommen? Das fällt mir hier gerade Das ist auf. in der Tat eine gute Frage, wenn man sich das überlegt, dass man da nicht hochkommt. Ey, das ist echt eine gute Frage. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es Ja, sagst. ich merk's hier irgendwie nur gerade. Das Es fällt ist einem. irgendwie trollig. Ja, es fällt einem normalerweise gar nicht so auf, wenn man gerade das Wall baut und man gerade fliegt und so. Aber gut, kommen wir jetzt wieder Nee, weg. ich weiß wie. Man baut sich hier so eine Adventure-Map noch rüber und muss hier noch so ein bisschen jumpen, dass wir da hinkommen. Also ja. Jetzt sehen wir wieder die geilen Quarzstufen hier, die Matze so liebt. Und dann sieht es noch gleich viel besser aus. Yo, nee, also das fällt mir hier gerade nur so auf und by the way, dass man muss beim Wallgebau auch drauf achten, ja, wie im Prinzip hier Das finde ich die jetzt irgendwie Kanone kacke ist. wieder. Das erinnert Ja, mich jetzt so ein an sich bisschen doch. an so Ja, es ist kacke, eine irgendwie ewig schon. lange Treppe. Ja, man kann mal weglassen, das sieht irgendwie scheiße aus. Ah Egal. gut, dann zu Kanonen. Ich finde, das ist interessant gelöst mit den Blumentöpfen hier vorne dran. Hier fehlt ein Das ist mir Glas. noch Ist gar halt was nicht. weggegrieft, aber. Nee, das habe ich nicht getan. Eigentlich. Ich finde das interessant. Ich wusste gar nicht, dass es mit den Blumentöpfen auch geht. Da bin ich mal gespannt, wie das letztendlich funktioniert. Ja, ich sag mal, es geht im Prinzip fast jeder Projektilauflegeblock, um den alten Begriff zu nennen, die transparent sind in einer gewissen Weise und im Prinzip die Schockwelle durchleiten. Und das geht bei Blumentöpfen eigentlich ganz gut. Wobei man sagen muss, gegenüber Braustellen sind Blumentöpfe viel schlechter. Ja, die sind ja lang Wie nicht gesagt, so hoch. Zäune mit Pressure Plates drauf oder Braustellen mit
Zäunen sind eigentlich die besten Kombinationen. Und das bleibt wahrscheinlich erstmal auch so. Was ich mich jetzt Ja. frage, was hier drin ist. Hier drin, das ist eine gute Frage. Und das Scheinwerfer. By the way, da können wir gleich die Panzerung sehen, die hier aus sage und Die schreibe nicht null vorhandene Blöcken. Panzerung. Ja, genau, die hier aus sage und schreibe null Blöcken besteht. Wenn man hier Und ja, das sind Projektile hat, werden die Scheinwerfer. sofort getroffen. Das sind Scheinwerfer, aber die Ja. kann man die gar nicht. Kann man die überhaupt ein- und ausmachen? Ich glaube nicht, weil die hier Ich mit glaube Fackeln nicht, weil die sind hier angesteuert sind. dauerhaft angesteuert. Komisch. Also ich weiß auch nicht, ob wir jetzt bei diesem Wargear auch einen Schusstest machen werden, weil die Kanonen nun mal sind Vierer-Shotguns und man sieht hier schon diverse Probleme. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, was passieren würde. Und es ist nur wieder sehr viel Aufwandarbeit. Mal sehen. Ist das jetzt aufgebaut? Mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Ja, Etage. wir gehen eins runter. Okay, hier hat man es dran gedacht, dass man hier hochkommt. Allerdings auch nur so halb Hier sind halt Fackeln irgendwie, weil mir wieder ausgeleuchtet. runterfällt. Und hier ist es mit Fackeln ausgeleuchtet. Das Ja. sieht, finde ich, eigentlich schlechter aus als oben. Das sieht in der Tat schlechter aus. Und hier sind das sage und schreibe sogar nur noch Zweier-Shotguns. Also Leute, Das ist die irgendwo. kleinste Shotgun, die möglich ist, aber man muss zu der Verteidigung von Herrn Kreativ sagen, er hat das Wargear vor langer Zeit gebaut. Es ist ein sehr altes Wargear. Und auch noch ein V1, also man musste auch ein bisschen mehrere Augen zudrücken, aber ja gut, Es sind halt Zweier-Shotguns. doch nur Zweier-Shotguns. Man Überlegen hätte doch wir. so wenigstens so wie die oben Vierer-Shotguns machen können, Ja, und oder? überlegen wir mal an unser V1, da hatten wir auch schon in Anführungszeichen 8er-Shotguns drin, ne? Und wenigstens ein paar Automatics. Und hier ist es halt, ja, also die Vielfalt mir hier und die Stärke für ein V1 auch. Also ich meine, man muss jetzt nicht die höchsttechnologischen Kanonen bauen für ein V1, damit es überzeugend ist, aber ich finde die Kanonen, die man in so ein Wargear einbaut, die sollten wenigstens so aussehen, als ob man sich die Mühe gegeben hat, es zu versuchen, dass sie stark sind, allein durch viel mehr Projektile. Sie müssen zwar nicht super schlau ist gezündet sein, aber dass sie wenigstens mehr Projektile hätten, ne? Das ist ja auch nicht so schwierig. Ja, irgendwo schon. Und mehr gibt's ja eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter runter. Das sind ja Genau. sonst dieselben Kanonen wieder. Das und oh, hier fehlt jetzt sogar die Beleuchtung. Zumindest vorne sieht man nichts. Und hier ist hier so eine Kleinigkeit, die mich persönlich immer stört. Wobei es manchmal auch gar nicht anders geht. Aber hier hätten wir es, glaube ich, auch vermeiden können, dass es hier oben so dieses Wasser runtertropft. Ja, gut, da wäre ich jetzt nicht so. Das wäre mir jetzt ziemlich egal. Was mir auffällt, ist, dass das jetzt hier sogar nur noch einläufige Kanonen sind. Also es ist doch etwas Vielfalt vorhanden. Ja, in seiner eigenen Weise ist Vielfalt vorhanden. Nee, aber was ich jetzt meine bezüglich, dass man diese Wassertropfen hier wegmacht, ist einfach hier solche Slabs hinsetzen. Das ist total einfach und sieht von unten auch gut aus. Stimmt eigentlich. Und man kommt immer noch an die Repeater zum Verstellen. Eben, das ist eigentlich Repeat, dieses Steinstufen gehören so zu den Cheatblöcken, wie wir immer finden. Genauso wie Glowstone, weil das sind Na, transparente Blöcke. Glowstone finde ich hässlich. Ja, es ist halt wieder die eine andere Sache, aber auch für Redstone-Verlegungen sind, ja, hier man sieht es sieht eigentlich ziemlich gut aus. So, es gilt als Cheatblöcke, ich kann es mal kurz demonstrieren. So, weil, das erste ist, solche Verbindungen sind möglich, dass man von unten Signale so sehr leicht hochleiten kann. Was irgendwie keinen Sinn macht, eben weil diese Blöcke transparent sind, geht das. Und das andere ist, wenn du das Signal allerdings von oben nach unten senden möchtest, blockiert das. Und das kann man für viele Sachen echt gut benutzen. Haben wir auch schon in vielen Bauwerken. Und ja, das mal so kurz so, by the way. Spoiler Alert. Ja. So halbwegs, ne? Ja, Nee, ja. keine Ahnung. V8 gibt's ja sowieso wieder Previews. Diese Woche, Ja, oder? genau. Ich glaube diese Woche wieder. Allerdings. Wobei wir, allerdings muss ich auch mal sagen, mal schauen, ob wir wirklich so hinterherkommen, dass wir wirklich weiterhin jede zweite Woche ein Preview hochladen können, weil teilweise sind es solche kleinen Sachen, die wir bauen, die gar nicht toll aussehen oder so. Und die kann man halt kaum irgendwie gut zeigen. Und da geht uns teilweise auch das Material aus, ohne gleich irgendwie riesig zu spoilern, was in dem Wargear drin ist. Ne? Aber wir Ja, bemühen doch, uns das auf geht jeden schon. Fall, dass wir weitere Videos davon hochladen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, was ist das Dann jetzt hier gehen für wir ein nochmal riesengroßer runter. leerer Raum?
Ich liebe riesengroße leere Räume. Ist dir das schon mal Der ist vor gesagt allem auch worden? relativ. Jawohl, ich liebe riesengroße leere Räume. Oho. Nicht. Vor allem hier fehlt auch die Beleuchtung, oder? Kann das Nee, sein? nee, hier beleuchte ich hier, also am Dach haben wir. Ja, aber hier sind nur Fackeln. Ja, So. es sind halt wie gesagt nur die Fackeln und die sind halt nicht so hübsch irgendwie. Und ich finde, in Warriors wirkt diese Fackeln einfach irgendwie total primitiv auf mich. Dann guck mal, wenn du hier rausfällst, dann bist du draußen. Und wenn du raus bist, bist du raus. Schlaue Worte. Macht irgendwie keinen Sinn. Und da bist du verstummt, so schlau waren die Worte. Nee, ich habe gerade versucht, was zu schreiben, aber ich habe gerade dabei hart gefailt. Ich hätte ja nicht. Egal. Ja. Okay. Was Hier haben sehen wir noch wir einen hier? Ausdruck, das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall nice. Und was Was ist ist das hier? das hier? Oh, ich befürchte Schlimmes. Oh, ich befürchte auch nicht Schlimmes. Ist das das Fenster? Wieso nicht? What the fuck? Welche Rennen Schießen die denn? Geh mal funktionieren? kurz raus, ob die schießen. Eventuell machst du sie an, damit dann. Ja, Oh. natürlich mache ich sie an. Also, in. Also, ja, sie schießen. Okay, sie schießt auf alle Fälle. Und wie gut gleich. Ja, es verbrennt gleich alles. Okay, das ist gut. By the way, Leute, den Wargame wird es auch wieder zum Downloaden in der Videobeschreibung gehen. Geben, ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch, oder? Das So war's. ziemlich, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich mehr gesehen vom Borgia. Haben wir noch irgendwelche versteckte Räume oder so vergessen, weiß es ein bisschen Ich wenig, finde glaube ich. nicht. Der Rest ist einfach nur sehr offen und leer. Okay, Also. dann schreiten wir zur Bewertung. Jo, wobei man gucken muss, dass man hier bewerten kann, ne? Das stimmt Muss man so natürlich. zu Ich sagen. hab nämlich keine Brücke oder ähnliches gesehen. Ja, und Technik. Naja, egal. Gehen wir mal oben aufs Dach, würde ich sagen. Was sagst du denn zur Optik? Zur Optik, das finde ich relativ schwierig. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ich würde sagen, so 3 Sterne Also ich meine vor allem im für ein Durchschnitt. V1 und ganz im Ernst, weil ich meine, ich finde, es sieht wirklich gut aus von außen. Also ich würde eigentlich sogar 4 sagen. Okay, dann 4 Sterne. Ja, du hast recht, es sieht von vorne gut aus, aber von hinten und von der Seite, da Aber im würde ich Vergleich vielleicht zu anderen ein bisschen V1, die was man bis jetzt so abziehen. gesehen hat, ist es doch optisch gesehen ein ziemlich cooles Vorgehen, finde ich. Also, ich Okay, meine, warum es hat sich nicht? wirklich viel Mühe gegeben, also hier. Mit der optischen Gestaltung. Also ich finde das echt nicht schlecht. Okay, der nächste Punkt ist. Ich glaube, du kannst es inzwischen weiter auswendig als ich. Panzerung, okay. Panzerung, ja. Ganz im Ernst, ein Stern. Ja, wo ist hier Panzerung? Ich sehe da kaum eine. Irgendwie. Also, das ist halt echt irgendwie nicht wahnsinnig Ja, eben. Ich meine, was will man hier erfolgreich. bewerten? Es gibt keine Panzerung. Die kannst du auch nicht bewerten, also. Okay, Kaum, ja. der nächste Hier kommt Punkt. Platzleistung, oder? Ja, nee, Kanonen. Kanonen, Konsens 3. Kanonen. Kanonen, Kanonen. Ja, was sagst du dazu? Das ist schwierig. Ich meine, ganz im Es ist Ernst. echt schwierig. Es Hat man noch ist nicht irgendeinen so Grund, dass man mega. 2 Sterne sagen darf? Es war. Nein, gut, nee, Vielfalt war es nicht. Es waren viele Kanonen, okay, das muss man ihm lassen. Also, Es waren aber. viele. Und es waren Ja. auch verschiedene. Es waren vom Modell zweimal die gleichen, aber unterschiedlich projektiert. Und Aber. dann gab es sogar noch ein anderes Modell. Ja, wobei ich sagen muss, Aber ich die glaube, waren beide nicht so wahnsinnig aus Fairness cool. halber Gründen, in Bezug zu anderen Wargames, die wir jetzt vorgestellt haben, kann man hier ganz im Ernst keine 2 Punkte mehr geben, weil, was war das? Einer Shotguns, zweier Shotguns, vierer Shotguns, im Ernst? Also, ich finde, das ist. Ein Es nicht mal ist ein Stern. echt ein bisschen mager, das stimmt. Ja, gut, dann einigen wir uns auf 1 Stern. Ich meine, es ist halt wirklich. Es ist zwar ein frühes V1, aber es ist halt nach den Kriterien, die wir bewerten. Sonst müssten wir halt wirklich, würden wir das jetzt hier irgendwie ein paar Kategorien auslassen oder so, wäre es ungerecht anderen Warriors gegenüber. Ja, eben, und ich meine, er kann sie ja noch steigern oder so, wenn er mal andere Kanonen, stärkere Kanonen von irgendwelchen Sachen, ja, sie sich ordentlich mal helfen lässt. Aber ich meine, das, was hier drin ist, ganz im Ernst, da kann man nicht mehr geben. Also, so, jetzt kommt Platz Leistung. Platz Leistung. Also ich fand schon, es waren schon ein paar
leere Räume und so Ja, da. schon, aber man musste sagen, es war auch relativ viel mit Kanonen vollgestopft. Also, und vor allem, er hat auch relativ viel Zeug abgetragen an den Seiten. Und es gab keine, also nicht viele so richtig mega. Ja, gut, es gab schon viele sehr leere Sachen, also. Ja, ich tendiere eigentlich zu zwei. Oder. Würde ich auch sagen. Es war nicht so viel vollgestopft für Technik, aber eigentlich gar keine Technik, um ehrlich zu sein. Aber hier diese Scheinwerfer waren ja doch drin irgendwie und die haben ja doch Platz gebraucht. Ja, und halt, wie gesagt, der Platz wurde schon halbwegs benutzt, also. Ja, okay, Infrastruktur. Was stellen wir dazu? Ob die Gänge groß genug waren? Also Platz war Ja, auf genügend jeden irgendwie. Fall. Und gut beleuchtet ist aber alles sehr gut beleuchtet, bis auf vorne da einmal hat es ein bisschen was gefehlt. Wie es beleuchtet war, okay, das zählt wieder eher zur Optik eigentlich, und das war teilweise ein gutes, aber auch Geschmackssache. Beschildert, es war überhaupt nichts beschildert, aber gut, es gab auch nichts zu beschildern. Im Endeffekt nicht wirklich, weil Was keine machst du Brücke da? oder sowas, aber The fuck, keine wie das Ahnung. aussieht. Oh mein Gott. Oh lol. Dann zusätzliche Räume. Ja, es gab Räume, aber denen war nichts drin, also. Ja, Also, unten, da es war hat irgendwie schon nicht was wirklich gut, gefehlt. aber es war auch nicht wirklich schlecht. Ich würde fast sogar drei sagen. Meinst du? Für Infrastruktur, ja, okay, ja, kommt schon hin. Okay, Technik. Ist die Frage, was man danach zu Technik zählt. Also es hatte Scheinwerfer, die konnte man zwar nicht an- und ausmachen oder so, aber sie waren vorhanden. Das Vorhandensein der Scheinwerfer und das Vorhandensein von Kanonen kann man eventuell zur Technik dazu zählen. Dispenser waren auch da, sogar mit Rapid Dispenser mit Clock. Rapid Clock waren dabei, das muss man ihm lassen. Also, das hat er. Zwei Sterne. Zwei, ja. Man hätte wirklich ein bisschen mehr einen Alarm, oder dass die Scheinwerfer wenigstens steuerbar werden, dann gäbe es drei Punkte, aber. Ich bin so immerhin da zwei, ne? Okay, Brücke. Ja, das stimmt. Also zu Brücke muss ich sagen, es gab keine. Es gab schlichtweg keine, das Und ist in wenn der man Tat sagen muss, es richtig. gibt keinen, gibt es eigentlich auch nichts zu bewerten. Also würde ich fast sogar dazu tendieren, hier eiskalt null zu sagen. Ja, ist die Frage, ob du das halt überhaupt bewerten willst oder ob du das komplett dann rausstreichst, aber das wäre halt unfair anderen gegenüber, also Eben, du müssten wir kannst es nicht eigentlich null rausstreichen, weil sagen. ein Worgi hat eine Brücke, das ist nun mal so. Und, wobei, wenn ich mir unsere Notizen angucke, zur Brücke zählt eigentlich auch noch, ob alles, ja gut, steuerbar, nee. Es gab keine Brücke. Sensoren gab es auch nicht dementsprechend. Aber was es gab, war unten etwas, wo es eine Aussicht gab. Du hattest was, das kannst du im allerentferntesten Sinne als Brücke zählen lassen, weil du eine Position hast, wo du rausschauen konntest mit dem Fenster. Und von da konntest du Dispenser steuern. Ja. Okay, sagen wir ein, zwei oder vielleicht sogar zwei, was meinst du? Nein, ein Stern. Einer, okay. Komm, ganz im Ernst, das kannst du mir nicht wirklich als Brücke verkaufen. Irgendwie Das ist das schon. Also, sorry, aber. kann Nee. man auch nicht als Brücke verkaufen, also. Ja. Okay, das sind ganze 14. 14. Durch 7. 14, echt? Oh lol. Ja, ich hab mich dann tatsächlich verzählt. Aber 2,0. 2,0. Jo, okay, dann war's das jetzt auch hier schon wieder. Das ging jetzt relativ schnell, muss man sagen. Zusammenfassend kann man sagen, ja, das war hier. Es ist eigentlich gar nicht so. Im Ernst? Ich wollte dich eigentlich Mein wollte ich Gott. dich so geil erdolchen mit meinem Diamantschwert, da wir das vorhin angesprochen Ja, hatten. ja. Warte, ich Und. ziehe mir jetzt so deinen Creeper-Kopf auf, so als Genau. Trophäe. Und das ist jetzt wieder ganz witzig, wo ich jetzt hier gerade in Gemüse gespawnt bin, als wir vorhin die Welt vorbereitet hatten. Da habe ich so gerade ge weißt du, ich musste die Welt vorbereiten und dann habe ich hier, ja, diese auf unseren Server geladen und alles, ne? Und das spawne ich jetzt hier auch irgendwann hier so in dem Wald und dachte mir, ich hatte schon Erfahrungen damit, dass ich irgendwas gefailt habe bei der Weltvorbereitung und ich einfach irgendeine komplett neue Welt erzeugt habe und in irgendeinem Wald spawne, ne? Spawne ich hier wieder im Wald und dachte mir dann, ja super, jetzt kann ich die Welt wieder neu laden. Und hab nicht geblickt, dass da hinten irgendwo der Morgia steht. Ja, wo bist du denn, Kleiner? Wo bist du denn? Wo Hier, bist du haha. denn? Nein! Alter, du hast mich Ja, Mann. getunnelt! What the fuck, Mann? Ja, Oh mein Diamantschwert. Gott.
Alter. Okay, gut, dann war's das jetzt an der Stelle wirklich jetzt gewesen und ich wollte eigentlich noch ein Schlusswort sagen zu dem Morgen. Du hast mich die ganze Zeit unterbrochen. Das fällt dir doch jetzt bestimmt auch noch ein. Ja, also was soll man groß dazu sagen? Lol. es ist halt ein. Nein, Mann! Ganz im Ernst, Alter! Oh mein Gott, ey. Das könnte mir fast schon die Fälle. Naja. Mann. Ja, es ist ein Wargame, was einfach gutes V1 ist. Also, es ist ganz okay für ein V1 und, ja, Mai. Er wird wahrscheinlich noch weitere Fortschritte hoffentlich machen. Aber auf jeden Fall, dann Optik schon sehr gut. Und, ja, er muss nur noch gucken, dass er ein bisschen mehr Technik reinbringt, die Kanonen ein bisschen verbessert und ein bisschen mehr Panzerung vorne hinpackt. Aber, ja, Mai. Okay, also ansonsten, dann bedanken wir uns fürs Zusehen und bis zu einem weiteren Video. Ciao. Servus.